Spielen wir Street Fighter 5? Nee, Street Fighter 5 mag ich nicht. Könnt ihr gerne tun. Aber ohne mich. Er probiert das auch immer wieder mit demselben Angriff, ne? Aber bisher noch nicht getroffen. Dafür treffen mich die Magi hier immer wieder. Ja, ich glaube, die Waffe ist jetzt für Aldridge nicht die beste. Ja, genau. Bei Sullivan war die zweite Phase ja... Jetzt kommen die Pfeile. So, jetzt können wir zuhauen. Ich glaube, ins Gesicht macht mehr Schaden als hier beim Schwanz. Jetzt geht er weg. So, und jetzt kommt er hier hinten, ne? Ne, kommt er nicht. Hat er mich verarscht, der Penner. Geht er schon wieder weg? Seht ihr, das ist gemein, dass er dann direkt wieder untertaucht, wenn man zu nah dran ist. Ach, na. Na, das war super. Das hat extrem gut funktioniert. Ich kämpfe hier auch ein bisschen mit der Ausdauer. Wir haben relativ wenig Ausdauer für ihn. Jede Waffe ist für Aldridge die beste, was PvE angeht. Ist egal, welche man spielt. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich. Was ich von Dark Souls Remastered halte? Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Das werden wir dann wahrscheinlich sehen, wenn es rauskommt. Aber auf jeden Fall, ich denke, wenn sie die Physik-Engine ein bisschen aufbessern würden, das wäre schon richtig geil. Also da, gerade im ersten Teil, da hat es ein paar richtig üble Physik-Glitches drin gehabt. Wo man teilweise irgendwie in der Rampe nicht richtig hochgekommen ist, in gewissen Gebieten. So, Aldridge. Da sind wir wieder. So, geht weg. Oh, hat noch getroffen. So, jetzt kommt er auf der Seite. Ich treffe ihn halt teilweise auch nicht richtig. So, schnell was trinken. Andere Seite. Jetzt ist er schon zweite Phase. Ah, der zweite hat mich erwischt. Ach, die Pfeile. Die Pfeile. Ich werde es irgendwann werde ich noch kapieren. Ich werde jetzt bei den Pfeilen werde ich das jetzt so machen. Ich habe ja bisher immer mit Rollen habe ich mich versucht von den Pfeilen zu flüchten. Ich werde jetzt eine andere Strategie fahren mit den Pfeilen. Ich werde einfach normal wegrennen und gucken, ob ich so schnell genug wegkomme von den Pfeilen. Und auch so ein bisschen versuche, Distanz zwischen Aldridge und mich zu bringen, weil ich glaube, zu nah dran während dem Pfeilen, das ist sehr ungesund. So, diesmal kriegen wir hier das hier schon mal ganz gut gebacken. So, da ist er schon. Ah ne, ist nicht untergetaucht. Hey, bleib hier. Autsch.
Kommt auf der gegenüberliegenden Seite. Und schon Phase 2. So, diesmal bin ich dem Ding ausgewichen. Oh, jetzt kommen die Pfeile. Okay, neue Strategie, wie gesagt. Wegrennen, wir haben keine Ausdauer mehr. Okay, das funktioniert nicht so richtig, wenn man keine Ausdauer hat. Ja, du kannst nicht zu ihm laufen am Anfang, weil wenn er dann die Pfeile macht, dann bist du tot. Du kriegst Schaden, wenn er runtergeht, und du kriegst Schaden von den Pfeilen, und dann bist du tot. Also, vielleicht bin ich auch zu doof, aber zumindest ist das, war das immer das Resultat, wenn ich versucht habe, direkt so schnell es geht zu ihm zu gehen. Also der ist jetzt... Ich weiß nicht, ich habe den am Anfang völlig unterschätzt. Wir machen super guten Schaden, aber gerade die zweite Phase ist richtig, richtig heftig. Weil man kommt halt einfach kaum zum Schaden machen. Ich kann ihn nicht tanken. So, was machst du? So, geht er runter. Ach, jetzt kommt er da hinten wieder. Er kommt immer da hoch, wo man am weitesten weg ist, habe ich das Gefühl. Autsch. Was? Was? Das ist neu. Den hat er noch nie gemacht. Ja, hinter ihm ist besser, aber ich dachte, er taucht jetzt wieder unter. Ich verstehe jetzt nicht. Normalerweise taucht er immer sofort unter. Und jetzt bin ich irgendwie gefühlt eine halbe Stunde neben ihm gestanden und er ist nicht runtergegangen. Ich habe eigentlich darauf spekuliert, dass er wieder verduftet. Die feige Sau. Ich glaube, ich werde das dann, diesen Kampf für die Wots auch dann in zwei Teile schneiden müssen. Weil das dauert jetzt doch etwas länger, als ich das gedacht hätte. Jetzt hat einfach Mathematik verstanden. Also der Boss ist auch echt clever programmiert, muss man sagen. Wie gesagt, er kommt immer in den Ecken wieder raus, wo der Spieler am weitesten davon entfernt steht, dass man eigentlich nicht wirklich hinrennen kann und direkt einfach mal Schaden drauf machen. Und das finde ich auch gut. Also das ist... So, jetzt kommen Pfeile. Da hat er mich nochmal erwischt. So, jetzt kommt er da hinten. Weil das die Ecke ist, wo ich am weitesten entfernt stand. So, diesmal hat er mich nicht erwischt. Ich weiß nicht, was er jetzt tut. Manchmal macht er Schaden, wenn er runtergeht, und manchmal auch nicht. So, jetzt gehe ich direkt mal ran. Jetzt kommen Pfeile. Ne, er geht runter. Okay. Was kommt jetzt? Pfeile, okay. Gut, wir bleiben erstmal... Das Feuer ist natürlich auch fies. Er geht runter. Jetzt kommt er hier hinten wieder. Genau, das habe ich gesehen. Ah, Pfeile, weg. So, jetzt draufhauen. Er geht runter. Nehmen nochmal einen Estus. Weil wir haben genügend.
Kommt er da hinten wieder? Ah, Pfeile. Ah, und dann hat er wieder einen Special Move gemacht und... Mist. Sah echt gut aus. Wenn er nur nicht immer mit dem verdammten Pfeil ankommen würde. Ja, und tot. Ah, man kann nichts tun. Man muss diesen Pfeilen ausweichen. Und in der Zeit kann er machen, was er will. Man kann nicht gleichzeitig zwei Dinge ausweichen. Das geht einfach nicht. Das ist irgendwie ein bisschen... Ich habe das Gefühl, bei den Pfeilen braucht man eine Portion Glück dazu. Vielleicht täusche ich mich. Also ihr könnt mich da auch gerne berichtigen, wenn ihr das Gefühl habt, dass das nicht so ist. So, auf ein neues. Erste Phase geht eigentlich schon ganz gut. Ja, wie viele Versuche ist das? Der 25. oder so? Der 30. Okay. Ja, da hatte ich nicht mehr so viel HP. Er macht auch mit gewissen Moves macht er so viel Schaden, dass wenn man nicht volle HP hat, ist es... Das finde ich fies. Dass gewisse Moves einfach wirklich unglaublich viel Schaden machen. Okay, wir haben, wie gesagt, wir haben keine gute Rüstung. Das ist vielleicht ein Problem. Aber es kann auch eine Magieattacke sein. Ich meine, wir haben nicht so wenig HP. Das war knapp. So, auf ein neues. So, jetzt können wir zuhauen. Jetzt geht er runter. Schnappen wir uns mal kurz die Seelen. Da ist jetzt nichts mehr drin. Okay, das können wir uns sparen. Pfeile. Aber es ist erste Phase noch. Das geht. Geht wieder runter. Jetzt müsste zweite Phase sein. Jawohl. Ach, den kann er auch in der zweiten. Das Feuer ist natürlich auch nicht wirklich förderlich. So, jetzt kommt er da hinten. Jetzt kommen Pfeile. So, jetzt gehe ich hin und mach mal Schaden. Ah, da hat es noch getroffen. So, jetzt direkt Schaden machen. Oder auch nicht. Ich treffe ihn teilweise auch nicht richtig. Hört bitte auf, mir zu sagen, was ich tun muss. Kein Backseat Gaming. Lasst mich machen. Wenn es euch langweilig ist, dann tut mir leid. Da müsst ihr jetzt entweder durch oder den Stream ausschalten, aber sagt mir bitte nicht, was ich tun soll. Ich bin generell für Tipps dankbar, aber ich muss den Boss selber
keine Tipps bei Bossen, also den muss ich selber irgendwie schlagen. Wenn ich jetzt die falsche Taktik verwende, dann muss ich das... Ups. Ah, die Taste wieder ein bisschen blockiert. Nein, Glut ist für Pussys. Ich verwende doch keine Glut. Pfeile. Wenigstens heilen wir fast voll mit dem Estus. Was? Der Anzahl Schaden, den er macht mit gewissen Angriffen, das ist echt gemein. Damit haben sie es ein bisschen übertrieben. Weil es gibt dem Spieler nicht wirklich eine Chance, irgendwas zu tun. Man muss wirklich immer volle HP haben. Aber gut. So ist es jetzt halt mal. Ich höre auf, mich darüber zu beschweren. Ich darf mich von diesem Angriff auch nicht treffen lassen. Das ist eigentlich relativ einfach auszuweichen. Und ich weiß ja mittlerweile, dass der mördermäßig Schaden macht. Ups. Da war ich ein bisschen zu langsam. Was tut er? Was auch teilweise für eine Reichweite zurücklegt, ne? So, weg. Das war eigentlich ganz gut. Ich meine, wir haben zwar zwei Essos verbraucht. Das ist jetzt aber nicht so wild. So, schnell in die gegenüberliegende Ecke. Ach, jetzt fängt schon Phase 2 an. So, jetzt trinken wir kurz was. Hier drüben wieder. Jetzt kommen Pfeile. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und bin tot. Das ist die Magie der verzögerten Angriffe in Dark Souls. Ja, das die sind teilweise echt fies. Wobei, der geht eigentlich. Also, den Angriff auszuweichen selber ist eigentlich nicht schwierig. Das Problem ist, dass man den Angriff erstmal erkennen muss. Und er hat so ein paar, die relativ ähnlich aussehen. Und dann muss man natürlich auch erstmal den Angriff richtig erkennen. Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Pfeilen in der zweiten Phase machen soll. Das ist eigentlich so das einzige Problem, das ich habe. Die Pfeile in der zweiten Phase, die sind übelst OP, weil sie einfach viel zu lange andauern. Und man hat, das Problem ist auch, irgendwann hat man keine Ausdauer mehr und man hat keine Ausdauer mehr, bevor die Pfeile zu Ende sind. Okay, da hat er nochmal einen Angriff gemacht. Ich dachte, er macht sonst irgendwas. Ja, jetzt bin ich ein bisschen zu greedy. Vielleicht lässt er jetzt auch ein bisschen die Konzentration nach. Aber mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal probieren. Und ansonsten... eigentlich möchte ich den schon ganz gerne heute noch legen. Aber vielleicht soll es einfach nicht sein. Wir gucken mal. Wir probieren noch ein bisschen.
Trivia. No Damage Runner verwenden bei dem pfeilregenden Homeward Bone. Okay. Ja, weil man ihn halt einfach wirklich, weil es super, super schwierig ist wahrscheinlich, dem so auszuweichen, dass man gar keinen Schaden kriegt. Ich muss vielleicht echt mal probieren, dass ich schneller an ihn rankomme. Vielleicht macht er dann weniger den Pfeilregen, das könnte sein. Weil ich habe gerade den Eindruck, wenn man weit weg von ihm ist, dann macht er das eher. Ich weiß, dass er runtergeht, aber ich wollte ihm noch mal einen reindrücken. So, jetzt kommen Pfeile. Den kann man in der ersten Phase super ausweichen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt kommt er da hinten. Ich weiß mittlerweile schon, wann er wo auftaucht. So, jetzt kommt die zweite Phase. So, jetzt gehe ich. Jetzt macht. Jetzt hat er natürlich schon angefangen zu casten mit dem Mist. Aber ich muss Damage machen. Ich kann jetzt nicht. So, jetzt können wir heilen. Und jetzt können wir. Wieder den Pfeilen ausweichen. Ach, das ist ein Spaß. Nicht? Und da legt er auch wieder 100 Meter direkt zurück. Ich dachte, ich bin weit genug weg, um noch wegzukommen. Aber naja, Mist. Den hat er auch noch nicht gemacht, oder? Das kam jetzt auch ein bisschen neu vor. Den hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er dann direkt an mich rankommt. Aber es ging jetzt mit den Pfeilen. Es ging. Wenn er jetzt nicht am Ende noch diesen neuen gemacht hätte, dann. Also beim ersten Mal mit den Pfeilen ging es eigentlich ganz gut. Ich glaube, es wird besser. Ich weiß, es dauert extrem lange. Ich bin ein bisschen lernresistent gerade. Aber ich hatte jetzt bei diesem Try das Gefühl, Fortschritte gemacht zu haben. Und was will man mehr? Also ich meine, es gab Bosse auch in Dark Souls 2, bin ich ja mindestens ähnlich lang dran gewesen. So, jetzt kommt er hier hinten, oder? Nee, da. Jetzt kommt irgendwie so ein Stichangriff. Wenn da nicht irgendwie noch Pfeile oder sowas dazukommen, dann ist das gar nicht so ein Thema. Dürfte jetzt eigentlich noch nicht in der zweiten Phase sein. Hier schon wieder runter. Konnte ich keinen Damage machen. Bin ich zu schnell an ihn rangekommen. Und da geht er wieder runter. Diesmal muss ich trinken. So, zweite Phase, ja oder nein? Ja, es ist schon zweite, Mist. Stimmt, den hat er auch noch. Trinken. Bevor die Pfeile kommen. So, jetzt muss ich Schaden machen. Ich sehe nichts. Jetzt geht er runter. Und wo? Hier. Geht schon wieder runter.
Mit dem Angriff komme ich eigentlich ganz gut klar. Stehe ich natürlich im Feuer drin. Was schlecht ist. Okay, gut. Und nun? Da hinten? Ah, Mist. Und er geht wieder runter. Kurz noch trinken. Hab ihn. Oder? Jawohl. Diesmal hat er auch keine Pfeile gemacht. Ich glaube wirklich, dass Trick 77 ist, so schnell es geht, nah an ihn ranzugehen. Dann macht er keine Pfeile und dann geht es eigentlich auch. Also man muss versuchen, immer wenn er runter zu geht, eigentlich schon hier in der Mitte zu stehen. Dass wenn man, dass wenn er wieder auftaucht, dass man dann direkt in die Ecke reinrennen kann zu ihm, dann macht er keine Pfeile. So, so habe ich das jetzt zumindest probiert. Danke vielmals, Leute. Ah, was ein Boss. Ich habe noch so nach den ersten zwei Tries gedacht, ja, der wird wieder super, super easy. Und war er eigentlich doch ziemlich, ziemlich schwer. Aber gut, 50.000 Seelen haben wir davon gekriegt. Ich verstehe auch nicht, ich meine, wir sind jetzt in Arnor Londo. Das geht, aber es zählt immer noch zu Irithyll des Nordwindtals. Das ist... Irgendwie verstehe ich nicht, warum sie da nicht einen separaten Tab gemacht haben für Arnor Londo. Und ein paar andere Gebiete wurden auch noch zusammengewurstelt. Das ist ein bisschen strange. So, dann steigen wir auf. Was ein Bossfight. Also ich fand den Boss... Obwohl er schwieriger war als Sullivan, also ich für mich irgendwie schwieriger, fand ich den eigentlich ziemlich cool. Die Pfeile in der zweiten Phase waren ein bisschen fies, weil sie halt relativ lange andauerten, aber ansonsten war es eigentlich okay. Dann Aldrich, jetzt müssen wir hier noch die Asche abgeben, oder? Ich glaube, Aldrich war hier. Ja, heilige Aldrich des Abgrunds. DLC machst du auch, aber ja, natürlich. Also ich werde auf jeden Fall alle Bosse machen. So viel steht fest und ich will auch alle Gebiete machen. So, da haben wir jetzt hier ein weiteres Häufchen Asche platziert. Das ist von Aldrich noch übrig. So ist er eigentlich schon viel, viel sympathischer, der Junge. Wollen wir mal mit ihm hier reden? Vielleicht sagt er was Neues. Firekeeper must be twitching with delight. What do you really know about these Lords of Cinder, these supposed legends? Let's take Aldrich for one, a right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. Das habe ich mitgekriegt. He ate so many that he bloated like a drowned pig. Then softened into sludge. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. But here I ask, do we have a sodding chance? Von Aldrich habe ich erstmal die Nase voll. Ich hatte den Aldrich heute mit Bogen gemacht, stand immer in relativ kurzer Entfernung vor ihm und war überrascht. Keine Pfeile, kein Teleport, kaum Magie. Ja, ich hatte auch jetzt den Eindruck, dass es gab so eine perfekte Range quasi. Also wenn man jetzt annehmen würde, dass Aldrich das Leuchtfeuer ist, dass wir dann so quasi ungefähr hier stehen, dann teleportiert er sich nicht weg, macht mehr oder weniger keine Pfeile und macht dann fast einfach nur seine Nahkampfangriffe, die man super einfach ausweichen kann, indem man einfach in ihn reinrollt. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Strategie.
Aber gut, meine Lieben, das war's erstmal für den heutigen Stream. Ich werde morgen wieder streamen um 18.30 Uhr. Wahrscheinlich dann auch immer noch leider mit der etwas schlechteren Qualität. Das wird dann hoffentlich nächste Woche wieder besser werden. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die zugeschaut haben, die jetzt hier mit mir das durchgestanden haben, den Bossfight. Und auch für die ganzen Tipps bin ich natürlich dankbar. Auch wenn hin und wieder mal ein paar Spoilers und so dabei waren, die ich nicht so gerne sehe. Aber gut. wie gesagt, ja, danke fürs Zuschauen, auch danke für diejenigen, die die Vods natürlich schauen. Und ja, wenn ihr natürlich benachrichtigt werden wollt, wenn ich das nächste Mal live gehe, also morgen, dann könnt ihr natürlich auch gerne subscriben auf meinem YouTube-Channel, da freue ich mich immer darüber. Und ansonsten, ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und ansonsten vielleicht auch ein andermal. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.